Hallo, liebe Leute, hier ist euer Sistra aus Gran Turismo 7 und wir müssen uns wirklich nochmal über dieses Spiel dringend unterhalten. Ja, und das möchte ich mit euch in diesem zweiten Review machen. Und ich möchte mit euch ein bisschen besprechen, warum Gran Turismo 7 das schlechteste Gran Turismo aller Zeiten ist. Und warum das Ding ja ein absolutes Design-Desaster ist, meiner Meinung nach. Ja, das ist immer so ein bisschen die Meinung, das können die Meinungen natürlich verschieden sein. Ich komme erstmal so ein bisschen zu den positiven Sachen. Ja, bedenkt bitte, das hier ist nicht geskriptet, das mache ich jetzt einfach frei heraus. Ich versuche mein Bestes. Entschuldigung, und komme jetzt so ein bisschen zu den positiven Sachen. Das Fahrgefühl, die Darstellung auf der Strecke, wie die Autos sich verhalten, der Sound, das ist alles großartig. Auch wenn das Fahrgefühl für mich immer noch nicht so gut ist wie bei Gran Turismo Sport. Dort war es wirklich flüssiger, es fühlte sich schneller an, es fühlte sich alles von der Lenkung direkter an. Da kommt es nicht ran. Das ist aber auch durch die unterschiedlichen Voraussetzungen von Sport und 7 natürlich schwierig. Völlig klar. Ja. Aber dort auf der Strecke ist das Ding einfach großartig. Ja. Aber dann kommen wir zu den Schwächen. Das war es auch schon, wo es großartig ist. Ja. Es ist natürlich schön, dass das Tuning so ausführlich zurück ist, wobei du so einige Sachen hast, die werden dann ziemlich schnell ziemlich überflüssig, denn wir gucken mal kurz rein, ich gehe mal ganz kurz rein, denn du hast sehr schnell diese Sportgeschichte, da hast du Sportcomputer, Sportluftfilter, Sportauspufftopf, Sportbremsbeläge und außer der Gewichtsreduzierung wird das sehr, sehr schnell überflüssig, weil du die anderen Sachen ziemlich schnell freischaltest. Und dann brauchst du eigentlich die beiden Sachen nicht mehr, weil ja, hier ist der Sportcomputer noch interessant ansonsten. Ansonsten nimmst du bei der immer den Reloadfilter. Der ist nicht so viel teurer, aber deutlich besser. Ja. Das heißt, das ist auch nicht wirklich so gut gebalanced, das Ganze. Aber es ist sehr nett, dass das zurück ist. Dann habt ihr natürlich auch GT Auto wieder zurück. Ist auch ein sehr, sehr schöner Aspekt. Ja, dass man da Spoiler anbringen kann und Bodywork machen kann und. Sehr cool. Ja, das sind so ein bisschen die Stärken. Ja, Lizenzcenter ist auch wieder back. Ob es jetzt eine Stärke ist, die Teile sind halt wieder teilweise echt knackig, aber teilweise auch machbar. Missionen sind back. Ja, das ist alles schön und gut. Aber dieses Spiel hat solche gravierenden Schwächen. Die sind einfach insane. Das eine, und da gab es jetzt natürlich diese ganzen Diskussionen die letzten Tage dazu. Ist natürlich der Grind. Ist natürlich diese ganze Credit-Geschichte, diese ganze Echtgeld-Geschichte. Man kann nämlich hier tatsächlich. Wir gucken uns mal ganz kurz an. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Man kann das im PlayStation Store für Echtgeld, kann man diese ganze Geschichte. Man kann man sich Credits kaufen. Und jetzt gab es natürlich die Diskussion. Und das ist jetzt passiert mit 1 zu 7, 1 zu 8, dass hier einfach auf den Weltstrecken die Preise, die Belohnungen gesenkt wurden. Ja. Drastisch gesenkt wurden. Ja, das hat einen Shitstorm ausgelöst vom Allerfeinsten. Ja, da habe ich jetzt heute mitbekommen, das werden sie jetzt fixen. Da werden sie wieder gegensteuern. Da gibt es wieder mehr Belohnung. Ja, das ist Problem davon. Aber das ist, finde ich, kein so großes, denn man braucht es nicht unbedingt zu kaufen. Ja, das ist natürlich so eine Sache, wenn man hier legendäre Autos hat und sich hier was sammeln will. Und so ein Ding kostet 18,5 oder 18 Millionen. Ja, das ist heftig. Das sich zusammenzusammeln ist einfach super heftig. Ja. Oh, die haben sogar den Sommer mit CSC9 nie wieder drin. Aber die Auswahl an Autos ist übrigens auch großartig. Sehr, sehr positiver Punkt. Ja. Man kann es aber schaffen. Es ist halt etwas Grind. Die Teile sind meiner Meinung nach auch eher für die langfristige Geschichte ausgelegt. Werden dort, denke ich, auch immer wiederkommen. Ja. Negativer Aspekt ist auch Gebrauchthändler natürlich. Oder auch nicht so die geilste Auswahl immer hast. Wollen sie auch fixen. Ja. Auch so eine Sache. Dann natürlich gab es diese heftigen Diskussionen auch in dem Always On. Du musst quasi, um das vernünftig voll spielen zu können, immer online sein. Ja, das ist auch ziemlich nervig, weil teilweise durch Wartungsarbeiten, das wie jetzt letztes Mal einfach 24 Stunden oder mehr als 24 Stunden einfach nicht verfügbar war. War ziemlich ätzend. Das sind negative Aspekte, liebe Freunde. Und das sind nicht mal die größten Schwächen dieses Spiels.
Das ist nicht mal das Schlimmste an dem Spiel. Ja, das ist schon nervig und problematisch. Und das ist nicht das Schlimmste, und zwar bei weitem nicht das Schlimmste. Was ist nämlich dieses Schlimmste an dem Spiel? Das ist der Umfang. Das ist der wirklich komplett witzlose Umfang von dem Teil. Und ich war geschockt. Ich muss euch wirklich sagen, ich habe jetzt diese Café-Kampagne noch nicht komplett durchgespielt. Wir gehen mal kurz rein. Aber der Umfang von dem Spiel ist ein absolutes Witz, ist ein absoluter, komplett Witz. Dieses Spiel ist basically unfertig. Es hat keinen Umfang. Wir gehen mal ins Menübuch. Ich bin jetzt beim Menübuch 36. Ich habe das noch nicht zu Ende gespielt. Ich hatte einfach, mir ist die Motivation vergangen. Ich sag euch, wie viele es sind. Wenn ihr es noch nicht wisst, Spoiler hier, ja. Es sind insgesamt 39. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Meisterschaft, zwei Sammelteile und noch eine Meisterschaft. Da brauche ich so ungefähr 2 Stunden für, bin ich hier durch. Es sind 39 Stück. 39 Menübücher. Und jetzt kommt der Witz. 9 von den Teilen haben nichts mit Rennen zu tun. 9 Stück. Ja, ich gehe mal ins Archiv. Es gibt 9 Stück, die irgendeinen anderen Unsinn machen. Lizenzcenter, okay. Ja, die nichts mit Sammlung oder Meisterschaft zu tun haben. Lizenzcenter, Oldtimer-Tune. Machst du einfach so. Das hat mit Rennen nichts zu tun. Ja. Und dann gibt es hierzu noch zusätzlich so einige Sachen natürlich an den Weltstrecken. Es gibt natürlich die Lizenzen, davon gibt es einige. Es gibt Missionen, davon gibt es sehr viele tatsächlich. Aber an reinen Events gibt es hier super wenig. Das ist mega wenig. Was zum Henker? Wir gehen mal kurz rein. Wir gucken mal rein. Ich habe nicht alles freigeschaltet. Da guck mal, Jore. Hier unten seht ihr die Events. 4 Stück. Monster. Kein einziges. Ich habe nicht alle Strecken freigeschaltet. Goodwood, 2 Stück. Brad's Hatch, ein paar mehr. Ja, ich habe es nicht durchgezählt. Es sind, ich glaube, irgendwas um 130 Events oder so ein Quatsch. 2 Events auf der Strecke. Eins, eins, eins auf Red Bull Ring. Eins, zwei auf Dragon Trail. Was ist das? Was bitte ist das? Autopolis, ein Event. Suzuka, okay, gibt es mal 3. Broadbean, ein Event. Stört mich jetzt nicht, die Strecke mag ich nicht. Kyoto Driving Park, ein Event. Ein Event für die kurze Strecke, beziehungsweise für die normale Strecke quasi. Kein Event für die kurze, kein Event für die kombinierte Strecke. Damit sind 2 Geschichten, sind hier nicht nutzbar. Beziehungsweise witzigerweise auch bei den Streckenfahrungen. Für Miyabi gibt es kein Event außer die Streckenfahrung. Es gibt auch nicht die kombinierte Strecke in der Streckenerfahrung. Was bitte ist das? Zeitrennen. Okay, hier. Nein, hier hast du auch die kombinierte Strecke. Exzellent. Was zur Hölle? Was ist das? Ja, der Aufwand von dem Spiel ist ein absoluter Komplettwitz. Und das im Vollwerttitel, Vollpreistitel. Ja, du bist hier basically, wenn du es drauf anlegst, in 12, 15 Stunden oder so war's durch. Denn man kann tatsächlich sogar Rennen überspringen. Über gebrauchte Autos. Man kann Teil von den Sammlungen in gebrauchten Autos kaufen. Ja, ihr habt gesehen, wie verdammt wenig Events das hier gibt. Das ist ein Witz. Wir nehmen mal halt zum Beispiel, als Gegenbeispiel, nehme ich mal Gran Turismo 4 vom Umfang her. Ja, wir haben bisher auch hier nicht mal Langstrecken-Events. Außer so kleinere Missionen. Ja, Gran Turismo 4 hatte nicht ganz so viele Missionen wie hier. Hier gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ich glaube, 48 Stück oder sowas. Irgendwie sowas. Es gibt 6 Stück, ich glaube 8, oder? 6 mal 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, ja, 48. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Das ist schon ordentlich. Und mehr als Gran Turismo 4 hatte. Aber Gran Turismo 4 hatte einen richtig großen Haufen an Events. Ich glaube, weit über 300 Stück. Man hatte quasi diese normalen Geschichten: Anfängerliga, quasi Expertliga, Extremliga, was auch immer. Dann hatte man die ganzen nationalen oder kontinentalen Events, amerikanische Rennen, europäische Rennen und so weiter und so fort, wo es auch zig von gab. Das Ding konnte dich Stunden, über Wochen beschäftigen. Ja? Und dann hatte man noch die Markenrennen, wo man bei jeder Marke auch eine spezielle Rennserie fahren konnte. Wahnsinn, insane. Das ist insane. Das ist Umfang, ja? Allein schon 5 und 6 waren dann, glaube ich, nicht mehr ganz so groß vom Umfang, hatten aber wenigstens den normalen GT-Modus, wo man doch einige Rennen mehr hatte und definitiv mehr Umfang als das hier mit dem Café.
Und das ist das größte Problem an dem Spiel. Dieses Spiel hat ein Strukturproblem. Meiner Meinung nach ist das Spiel basically, ja, ein Design-Fail. Und zwar genau wie in dem Café. Man hat sich hier meines Erachtens nach in eine Sackgasse verrannt. Es sollen jetzt zusätzliche Events kommen für die Rennstrecken mit der Zeit. Die Frage ist, wie wollen sie das etablieren? Klatschen die das einfach nur an die Strecken dran? Dann ist das scheiße. Sag ich euch, wie es ist. Dann ist das einfach dran geklatscht ohne jegwede Struktur. Wollen die das irgendwie ins Café integrieren? Naja, eigentlich nach den 39 Teilen, Café-Abspann abgeschlossen. Finito. Dann baue jetzt hier mal einen GT-Modus ein. Mit dem normalen Struktur, ja. Muss man ganz kurz innehalten. Weil das macht mich zum Teil wirklich sprachlos, wie man solche Designfehler hier machen kann. Ja, obwohl die Liebe in dem Spiel zu fühlen ist mit den ganzen Cutscenes. Und das ist so ein Witz. Es gab Artikel, die haben das Ding aufgrund der hohen Gigabyte-Zahl am Festplattenspeicher, die das braucht, als Inhaltsmonster bezeichnet. Ich nenne das hier einen Inhaltswitz. Dieses Spiel ist ein Inhaltswitz. Sage ich euch ehrlich. Ja, auch in Lizenzmissionen hat die GT4 mehr, aber das ist jetzt nicht unbedingt was Positives. Für mich jetzt. Die Frage ist, wie wollen die das hier machen? Klatschen die das Ganze nur an die Weltstrecken dran? Haben die irgendeine Idee, wie sie das hier schön verpacken wollen in irgendeiner Art neuen Kampagne dieser Events? Weil nur an die Weltstrecken dran geklatscht? Das macht keinen Sinn. Das ist langweilig. Aber warum? Was nützt mir das? Ich habe ja nichts, was mich da drum führt. Und das ist halt das Geile an diesem klassischen GT-Modus. Du hast eine Liga, die du fährst. Du hast von mir aus eine Liga, das ist dann, die hast du hier ein Stück weit abgebildet. Ich gehe noch mal rein. Alle Zeiten natürlich PS4 im Witz, völlig klar. Genau, ich gehe mal St. Croix, Schwarzwaldliga, Race of Turbos Race. Das sind eigentlich die Ligen, die man sonst auch aus dem normalen GT-Modus kennt. Da hatte man die Schwarzwaldliga, zum Beispiel in Gran Turismo 4 zweimal quasi, in der Basica quasi, in der höheren Liga auch nochmal. Das ist hier einfach hingeklatscht. Hingeklatscht an die Strecke. Ohne dass das einen Zusammenhang hatte. Dort bist du die gefahren. Das waren da von mir aus 5 Rennen. Und wenn du die alle abgeschlossen hast, hast du ein Belohnungsauto bekommen. Das ist geil. Das ist halt eine geile Struktur. Und was nützt mir jetzt zum Beispiel, wenn die das hier einfach dran klatscht? Da kommen hier jetzt zwei zusätzliche Events. Ernst St. Croix dran. Da sind sie da. Sehr schön. Wunderbar. Perfekt. Und die haben keine Struktur und keinen Zusammenhalt und kein gar nichts. Die sind einfach nur da. Und bringen dir Credits. Geil! Total geil! Sehr motiviert, die zu fahren. Habe ich richtig Bock drauf. Ernsthaft, Leute. Habe ich komplett Bock drauf. Das ist einfach geil. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die das hier machen wollen. Was sie machen wollen mit Langstreckenrennen ist, die wollen das in die Missionen einbauen. Ja. Ihr habt es richtig gehört. Die wollen das in die Missionen einbauen. Die Langstreckenrennen, die wollen hier quasi ein Stundenrennen machen und auch irgendwas mit 24-Stunden-Rennen, habe ich gelesen in Zukunft. Wie soll das aussehen? 8 Langstreckenrennen? Ich gehe mal kurz rein. Wie soll das denn aussehen? 8 Events, Langstrecke, eine Stunde, die du 8 Stunden insgesamt fährst. Ja? Und du kriegst erst eine Belohnung als Auto nach Abschluss aller Geschichten. Bei den alten Gran Turismo-Teilen war das so, mit den Langstrecken-Events, du hast es abgeschlossen und hast gleich das Belohnungsauto bekommen. Ja, und musstest nicht 5 davon fahren, 8 davon fahren. Da bin ich auch noch sehr gespannt und sehr skeptisch, wie das wird. Ja, weil wenn ich 8 erstmal durchfahren muss und abschließen muss, um überhaupt ein Belohnungsauto zu kriegen, dann ist die Belohnungsstruktur eine Vollkatastrophe. Und dann haben die Entwickler nicht verstanden, wie wichtig das ist, um Spieler zu motivieren und motiviert zu halten. Mir ist das wichtig. Mir ist eine gute Belohnungsstruktur wichtig. Ich muss mich belohnt fühlen, was zu machen. Sonst habe ich da keinen Bock drauf. Ja, das ist so das Schöne an Elden Ring. Du beißt die Zähne an den Boss aus und dann besiegst du ihn nach 5, 6 Tries, 7 Tries, 10 Tries. Besiegst du den. Und dann schreist du einfach, ja, weil es einfach geil ist. Ja, weil das Feeling ist da, die Belohnung ist da. Das ist hier nicht gegeben. Auch beim Café. Wo ist die Belohnung? Ja, du kriegst das Sammelauto. Klasse. Ja, okay. Halbwegs Belohnungsstruktur ist da. Wirklich motivierend finde ich das auch nicht. Also, und das ist mein größter Kritikpunkt und das größte Problem des Spiels. Nicht, dass diese Echtgeldkiste hier, das ist nervig ohne Ende, das ist nicht schön. Nicht das Always On, das ist definitiv problematisch bei Downtimes. Ist immer auch sehr unschön. Aber das größte Problem ist die Struktur.
Die haben sich hier verrannt mit diesem Café als roter Faden, als Kampagnengeschichte, was mit 39 Abschnitten verdammt kurz ist. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er so 50 wenigstens hat, ja. Dass du da irgendwo mal hinkommst, auch Richtung Gruppe 1 zum Schluss und sammelst die oder whatever. Nein. Das Ding hat 39, davon 9, die komplett nichts mit Rennen zu tun haben. Soll irgendein Tuning- oder Lizenzcenter dich einführen wollen oder Missionen dich einführen wollen? Das heißt, was 30 Stück, die relevant sind. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. A3 Events. Also basically A3 Events, A2 bis 3 Events, 30 Stück. Ja. Ja, wenn man die Meisterschaften rausrechnet, sind das A3 Events. Was haben wir hier? Meisterschaften? Wir rechnen mal kurz durch. Wir machen das mal. Ich gehe mal in die Trophäen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Meisterschaften. Dann bleiben nach 9 Teile raus 20, 20 A3 Stück, 60 Rennen. Das sind 60 Events. Plus dann jeweils sicher. Das sind 2, 4, 6, Tri Mountain, 8, Asien Ozeanien waren, glaube ich, auch von mir aus 10, 13. Schieß mich tot, 16, 19. Na, mit der Meisterschaft sind 227 Events, sind 87 Events oder so ein Scheiß, die du hier fährst. 87 Rennen. Und jetzt kommt der Witz. Du kannst sie ja partiell überspringen, indem du die Autos einfach kaufst. Die Länge und der Umfang dieser Kampagne und der Umfang, was das Ding hier bietet, ist ein Witz. Und die haben sich damit komplett verfahren. Ich weiß nicht, wie die das so retten wollen mit dem Café. Weil das Ding ist abgeschlossen, das Ding ist danach durch. Ich bin sehr gespannt. Meines Erachtens nach haben die hier so grobe, so grobe Designfehler begangen in diesem Spiel, dass es potenziell vielleicht sogar schon tot ist. Dass es sehr schwer sein wird, hier einen Weg rauszufinden, denn einfach nur neue Events an die Weltstrecken zu klatschen, reicht nicht aus. Das ist bei weitem nicht genug, damit das Ding gut wird und irgendwas zu retten. Da muss jetzt wirklich was kommen. Ja, die haben sich hier wirklich damit, Entschuldigung, ich sag's ehrlich, die Entwickler haben sich mit dem Design hier absolut in die Design-Scheiße geritten. Ich muss es leider so sagen, dass ich weiß nicht, wie die das retten wollen. Ich bin gespannt. Aktuell, ja, ist Gran Turismo 7 leider mit Abstand der schlechteste Gran Turismo aller Zeiten. Das war bisher für mich Teil 3. Was vom Umfang wesentlich besser ist, aber einfach nur vom Balancing ziemlich schlecht war. Ja. Ach ja, kurzer Abschnitt noch zum Thema Balancing. Das ist nämlich auch im Spiel bisher absolut nicht gut. Das Problem ist, du hast Balancing über diese Leistungspunkte. Ihr seht es oben: 699, 87. Ich bin zuletzt gefahren damit, diese Sammlung hier für diese GTRs. Da hast du ein Limit von 700. Ich bin knapp dran. Ich habe die Gegner teilweise mit 30 Sekunden zerstört. Was jetzt mittlerweile auch ein bisschen daran liegt, dass sich das Fahren besser anfühlt. Das haben sie irgendwie verbessert auf dem Controller. Scheint es auf mich gehört zu haben. Ich weiß nicht, wie sie dieses Spiel retten wollen. Ich habe keine Ahnung. Aktuell ist das Ding eine Vollkatastrophe. Und das ist auch ein Grund, warum ich die All-Cast-Challenge nicht weiterfahren werde. Zumal es jetzt als Entschädigung, ihr seht, diese Millionen Credits noch gibt. Und das finde ich entwertet die. Ich werde die tatsächlich nicht zu Ende bringen. Ich habe da keine Lust drauf. Das hat mich so getroffen, dass du hier so wenig Umfang hast. Und ja, da lass dir doch ein paar Events, die du fahren könntest. Aber wozu? Nur dafür, dass du sie abschließt? Die bringt dir doch nichts. Das ist eine Katastrophe, das Ding. Aber Leute, gut, bevor ich mich jetzt hier noch weiter darüber aufrege, wir hoffen, dass die Entwickler hier gute Lösungen finden, das Ding irgendwie noch aus der Kurve zu kriegen. Wir werden es sehen und sollten noch mehr Updates kommen, dann mache ich auch gerne weitere Reviews dazu. Aber aktuell musste ich dieses Spiel leider ziemlich zerstören, weil es leider wirklich Mist ist, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Stern ist. Dafür ist es im Fahrerischen und in der Darstellung einfach zu gut. Ja. Aber maximal würde ich dem Ding hier, keine Ahnung, aufgrund des Umfangs vielleicht in 70%, 3 Sterne, 70% sowas geben. Weil das ist so ein riesiger Minuspunkt mit dem Umfang. Das ist. Nein, da komme ich. Das ist zu viel des Guten. Ja, oder zu wenig für ein Vollpreisspiel in der Preiskategorie. Ja, also Fazit her bleibt zu sagen: Gran Turismo 7 ist bisher das absolut schlechteste Gran Turismo aller Zeiten. Weil einfach der Umfang und der Content, der hier geboten wird, einfach viel zu wenig ist. Ja, viel, viel zu wenig. Und ja, damit komme ich zum Schluss.
Und bedanke mich bei euch, dass ihr hier zugehört habt, dass ihr meine kleinen, ja, Flame hier meine kleine Ausraster hier ertragen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.